Willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video. Wir spielen heute Westwood Shadows, also das Demo. Das Spiel erscheint im... Oh, was habe ich gelesen? Glaube im vierten Quartal 2020. Ja, und wir wollen uns das mal anschauen. Mal gucken, wie das so auf uns wirkt. Stand sogar als die Pre-Alpha-Demo. Detective Peter Bennett on duty. Copy 10-2, loud and clear. Receiving you, Peter. What's your location? I'm patrolling the old Westwood area. My current location is north of 21st Avenue. Auf jeden Fall schon eine sehr düstere Gegend, würde ich sagen. Dispatch Controller Ray Ness received a 1021 from 17 Lancaster Street. Anonymous caller reported domestic disturbance. Respond to the residents and report back when you are on site. Roger that, dispatch. Is there a registered owner on record? Was ist das, ein altes Krankenhaus oder sieht so riesig aus? The residence is registered to Nathan and Jane Foster. Nobody has seen them in a while though. Copy. I'm on route. Obwohl Geister, die Licht machen, können ja nicht so gruselig sein. Report back when you reach the premises, 503. Over. I never thought I would go back to that area. Don't worry about it, honey. Just finish work as soon as you can and come home. We'll pick up the cake and the candles on our way back from the park. See you later. We love you. Love you. Love you. Love you. Oha, Unfall. Das haben sie aber geil gemacht. Als es gelb wurde, wusste ich schon so ungefähr, um was es ging und die Stimmung sich so verschoben hat. I have to save them. I'm sorry. Na, ja, die sind beim Unfall gestorben. Echt übel. It's my fault. I should have been there with them. ...503 to dispatch. I am approaching the 10-2 area now. The front alley path on the north side is blocked off. The residence looks... habited. Some lights are on, but there's nobody here. Copy, Peter. Report anything that can help us locate a contact or any vehicle. Negative. No visual of either. I will approach the front entrance. Investigate and secure the premises. Respond immediately if you get a contact. Please be careful. Copy, dispatch. Over. Okay, wir sind wohl so eine Art Polizist und müssen jetzt das Anwesen überprüfen. Wieder typisch, normalen Eingang hat man nicht und man sollte wahrscheinlich von außen rum rangehen. Oder wieder einen alternativen Weg suchen. Aber das kennen wir ja auch von vielen Adventuren. Westwood Shadows. Oh. Kann ein guter Titel werden. Sogar noch die Pre-Alpha-Demo. Ich hatte erst gelesen, dass am 27. April das Spiel erscheint, aber das war eine falsche Information. Das Spiel erscheint nicht am 27. April, sondern im vierten Quartal. Die Demo sollte eigentlich am 27. April erscheinen. Ich der Meinung, habe ich gelesen. Aber die ist ja früher rausgekommen.
So, was haben wir denn? Wir können uns üblicherweise vorwärts, rückwärts, seitwärts bewegen. Wenn wir links Shift, können wir laufen. Alt ist runtergehen. Maus, rechte Maustaste interaktiv. Inventar. Und wir haben Journal zum Lesen. Okay, das hört sich erstmal so an wie bei jedem Spiel fast. Und meine Vermutung war ja, dass wir von außen reinkommen müssen und deswegen alternativen Weg finden, weil der Weg hier versperrt war, aber das scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Das heißt, wir fangen hier direkt gleich im Haus an. So, was wir sehen ist gleich Blut. Westwood Police! Is anybody here? So. Was haben wir denn? Space Total Plan. What this research was about and what happened to Nathan. The owners, probably. Nathan and Jane Foster. I wonder what happened to them. The owners, probably. Nathan and Jane Foster. I wonder what happened to them. Was ich krass finde, ich habe gedacht, das wäre ein Altenheim oder so. Habt ihr euch die Hütte mal angeguckt? Die ist ja riesig. Oh ja, Pflanze, wie sehe ich aus? Aber das finde ich ein bisschen schade. Wir gucken im Spiegel und können uns nicht sehen. Okay, ist eine Pre-Alpha, ne? Da kann man noch nicht zu viel erwarten. Jetzt haben wir hier Blut. Wie war das runtergehen? Alt. Ja. Oha. Ja, brummt schon was. Ist das der Kühlschrank? Ja. Ah, das ist hier wieder eine Notiz. Vielleicht gut für die Story für sich, also an sich. Aber ich bin ja immer dafür, in den Adventuren das nicht alles so komplett zu lesen. Zumal es komplett in Englisch ist. Also ich würde es wahrscheinlich noch hinbekommen, aber mir würden ein paar Wörter fehlen und du willst vielleicht noch falsch übersetzen. Das wollen wir natürlich auch nicht. Das ist ja natürlich dann wieder sehr umgangssprachlich und da kennen wir auch nicht alle Begriffe. Aber die Atmosphäre, muss ich sagen, ist schon sehr nice. Also, der Stil gefällt mir auch so. Alles in dieser Holzoptik, ja. Schick, schick. Und was für eine Riesenhütte. Also, bei Resident Evil 1 war es ja so, man hat von draußen ein Haus gesehen und dachte so, halt, so ein kleines Ding. Und war ja auch innen drin riesig. Und hier zeigt man gleich ein richtiges Haus. Also macht man eigentlich alles richtig. So, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Wir können auch nicht aus dem Fenster gucken. Natürlich auch geil, dass die Kerzen brennen. Das Obst ist da. Können wir uns einen Apfel klauen? Nee. Okay, dann gehen wir mal weiter. Und alle Türen dann sind auf. Das ist ja auch mal schön. Why would a safe be exposed like this? Ist eigentlich auch gar nicht meine Aufgabe, wenn ich als Polizist irgendwo reingehe. Dann kann ich ja nicht einen Safe knacken oder so, ne? Also. Aber jetzt geht der Fernseher an, das kennen wir auch. Auch wieder so, finde ich, so eine typische Sache. Habe ich bei Resident Evil 3 Remake auch gesagt, dass halt Fernseher mal sehr gruselig sind, ne? Weil die gehen einfach an. Gerade noch diese alten Röhrenfernseher. Die machen immer noch komische Geräusche. Allein schon dieses Bildrauschen im Hintergrund ist echt nervig. A password secured door. Foster's must have a lot of secrets. Ja. Tja, da kommen wir jetzt nicht weiter, aber wir können ja mal, aber wir können ja auch laufen. Ja. So, Fernseh ist wieder aus. Da war ja auch nichts, ne? Ich vermute mal, die Dinge wie Tresor und sowas und Tür, da kriegen wir noch die Nummern in irgendeinem Journal, was wir lesen. This might come in handy. It also has a UV function. Oh, Taschenlampe. Ja, auch übliche Steuerung. Kann man auch nichts anderes sagen. Ich liebe das ja, wenn man die Leute, wenn die Spiele mal so bei der klassischen
Steuerung bleiben, dass es dann nicht allzu kompliziert ist. So, okay, das ist verschlossen. Was mich so wundert, dass er, okay, wie gesagt, Alpha-Version, aber dass er nicht moniert, warum liegt denn hier Blut überall rum? No. Nobody seems to be here. Das sieht sehr komfortabel aus. Okay. Schöne Gitarre. Ja, Schreibmaschine aus Resident Evil. Kann man wahrscheinlich abspeichern. Ist nicht immer blöd, wenn man an so einer Öffnung vorbeigeht und denkt so, ah, ich will da links rein, aber nee, ich muss mich ja noch ein bisschen umschauen. Also. Ja, alles klar, als Polizist ist mal Statue geklaut. Okay, aber macht wahrscheinlich Sinn. Den werden wir noch irgendwem über den Schädel ziehen. So, da ist Mozart abgebildet, auch sehr schön. Als bekanntes Bild. Telefon, das wird bestimmt auch gleich klingeln. Ist doch auch so ein typischer Effekt, oder? Nur die Tür ist zu. Eieiei, da geht's noch ganz nach oben. Aber wir schauen uns hier nochmal um. Nur eine kleine Kniebeuge gemacht eben, das hält fit. Ist auch noch eine Tür. Schriftstücke, die uns nicht investieren. Interessieren. Investieren, Gott. Sprache völlig lost. Ja, auch schöner Billardtisch hier. So. Das sieht natürlich auch so. Jetzt haben wir links diesen Riesenraum, wo wir unbedingt hinwollen. Ja, mit der Treppe nach oben. Aber ich glaube, wir bleiben erstmal hier unten. Ich hoffe nur, das ist nicht wieder so ein Fluchtspiel. Weil was ich immer hasse, wenn die Charaktere dann Angst haben. Und wir müssen uns dann im Schrank verstecken oder so. Das ist überhaupt nicht so meins. Aber um das Demo mal anzuzocken oder so. Eieiei. Überall Blutspritzer. Und das, auch das moniert er nicht. Also er sieht von draußen ein Haus, was beleuchtet ist, wo überall Blut ist. Okay, und ja, geht da kommentarlos dran vorbei. Jo, alles klar. Dann nehmen wir doch mal die Statue mit. Wieder können wir uns nicht im Spiegel sehen. Als wären wir ein Geist. Weil ich hätte ja vorhin auch erst gedacht, dass wir einen Unfall haben. Oder hatten. Aber das ist ja so, dass seine Frau und seine Kinder den Unfall hatten. Jedenfalls seine Frau und seine Tochter. Ja, hier geht's nicht weiter. Ich sag mal Gott sei Dank. Oha. Dann können wir nämlich hier mal rein. So, hier sind, ist ja wieder dieses übliche, da wird wahrscheinlich irgendwie eine Geheimtür dahinter sein. Ist ja meistens so, ne, dass man da irgendwelche Bücher beiseite schiebt und dann geht da eine Tür auf. Ich will das auch gar nicht abwertend, also oder ich meine das gar nicht abwertend. Das gehört irgendwie dazu, finde ich, zu dem Genre. Something is missing. Jo, ist die Frage, ist das jetzt die richtige Statue? Die haben ja noch eine zweite, die müssten wir dann ja auch auf den Sockel stellen, oder? Mal gucken, vielleicht können wir auch die andere nehmen. Gibt es hier noch einen Sockel außer den hier? Nee.
Die nehmen wir erstmal mit und gehen erstmal nach oben. Wir können ja hier nochmal gucken, ob hier noch was liegt. Lupe, hier ist noch eine Notiz. Kaffeebecher. Ziemlich sauber, der Kaffeebecher. Nö. Das war die Pflanze damals aus Resident Evil 3. Was ist aus ihr nur geworden? Oh. Alter Schwede, ist das ein Haus, ey. Das ist schon geil, sage ich mal. Aber wenn du da drin wohnst, also kannst du dich auch sogar vom Einbrecher verstecken, wenn er mal vorbeikommt. I remember when they shut down the asylum. I've heard rumors about inefficient management. Okay. Über so eine Details macht er sich dann schon schlau. Also es interessiert ihn schon. Aber so auf Sachen wie Blut oder so. Aber ich sag euch ganz ehrlich, wenn wir jetzt hier hinten nicht irgendwie in irgendeine Tür kommen, also wenn jetzt hier nicht noch Türen kommen, dann wäre das Anwesen auch viel zu klein, weil das ist ja von draußen viel größer gewesen. Schöne Pflanze. Ja, ich meine, es ist sehr gemütlich eingerichtet. Passt eigentlich so zur Atmosphäre. Ich meine, wer es mag, ne? Irgendwie fehlen mir ja wirklich Türen. Also ich vermute mal, wir kommen irgendwo dann nochmal weiter. So, das sind... Ja. Ich gucke mal kurz hoch, weil... Dann sind ja auch keine Türen mehr, ne? Nee. Also wie gesagt, da muss irgendwo müssen da Türen sein. Können wir am Globus eigentlich noch was verstellen? Nee. Das ist auch mal so eine typische Handlung, die man so durchführt. Was ich auch gerne noch mal sehen möchte, da unten die Statue draufstellen. Ist ja irgendwo vielleicht ein Bild ist sein oder so, wo man genau weiß, die und die Statue kommt hier drauf. Ach, hier ist die zweite. Okay. Hatte ich komplett übersehen. Okay, dann machen wir das mal so. Stellen wir die hier hin. Da gibt es sogar noch eine dritte. Looks like something is missing. Und da stellen wir die hin. Ja, und dann muss noch eine Statue sein, die wir irgendwo finden. Entweder ist die in den Fächern irgendwo drin. Oder wir müssen nochmal zurückgehen und sind an einer vorbeigelaufen. Das kann ich mir auch vorstellen. Okay, drei Statuen. Klavier. Da ist immer noch Onkel Mozart an der Wand. Das Telefon hat noch nicht geklingelt, das wundert mich. So, Kühlschrank ist auch nichts. Ist immer noch Müll. Also irgendwo müssen wir auf jeden Fall jetzt eine dritte Statue finden. Alles klar. Das nächste Rätsel. Müssen wir das Ziffernblatt mal finden.
Hier war ja auch zu, ne? Ja. So, wir können ja mal in unserem Journal gucken, ob wir irgendwo... eine Nummer haben für den Tresor. Hier ist einmal eine Zahl 1967. 1994, 1967. Nö, aber er möchte auch gar nicht, dass wir die Zahlen eingeben. Ich bin wahrscheinlich auch an manchen Dingen viel zu schnell vorbeigelaufen. Das finde ich auch mal gruselig hier, diese Puppen, die hier rumstehen. Vielleicht muss ich doch mal oben in der Bibliothek die Regale genauer durchsuchen. Ja, was haben wir hier? So, was haben wir denn hier? 1964 habe ich ja gesagt, ne? Okay. Was war das andere, was ich gesehen habe? 1994, genau. Ja. Okay. Aber wenn ich das hier so eingeben kann, warum kann ich das denn beim Tresor nicht eingeben? Können wir ja nochmal versuchen. Auf jeden Fall, hier ist nichts mehr zum Einsammeln. Haben wir alles abgesucht. Ja, siehst du, das geht doch. Mein Fehler. Okay, dann haben wir noch 1964. Mal überprüfen, ob das richtig war. 1967 war das. Okay, jetzt gehe ich nochmal nach hinten, weil da habe ich, glaube ich, 1964 eingegeben, ne? Gebe ich auch mal 1967 ein. Nee. Es muss irgendwie eine andere Möglichkeit geben, rauszufinden, was das für Zahlenkombinationen sind. Das wäre, glaube ich, auch zu einfach, das in irgendein Journal zu packen. So, aber wir müssen noch mal ein bisschen genauer gucken, weil wir werden noch einiges übersehen haben. Und jetzt auch, dass wir den Kühlschrank nicht öffnen können. Apfelmesser. Also wenn ich Polizist gewesen wäre und ich komme ja rein, ich klar, man hat seine Schusswaffe, aber da hätte ich das Messer vorsichtshalber auch nochmal mitgenommen. The owners probably. Nathan and Jane Foster. Hinter eine Nummer, ne? Also ich hätte keine Statue mitgenommen. Okay, das brauchst du ja im Spiel, aber ich jetzt trotzdem als Polizist, also ne. Hier noch eine schöne Resident Evil Pflanze. Alle Pflanzen sind jetzt bei mir Resident Evil Pflanzen. Ich weiß gar nicht, wie das sich handhabt. Ob ich dann auch Hinweise, die am Boden sind, immer von unten so betrachten muss. So, das ist auch so ein Ding. Ich kann mich... Er sagt immer, der sieht gemütlich aus. Aber ich möchte mich da gar nicht hinsetzen. Sollte mal auf Bilder achten. Das sieht auch schön aus. Das hat auch was. Sollten wir auf Bilder achten, ob irgendwo eine Zahl geschrieben ist, steht. Aber die Zettel liegen hier auch überall rum.
Ja, hier geht's nicht weiter. Schmetterlinge. Nee, nee, nee. Die Tür war ja zu. Ist hier irgendwas am Boden oder so? Immer wenn ich über diese Diele laufe, dann knarrt der Boden. Ich kann auch nichts erkennen. Ja, ein Pixelfehler, na sehr schön. So, also wie gesagt, ich habe jetzt hier auch noch keine Hinweise auf irgendwelche Zahlen oder so gesehen. Auf Bildern oder so. Hier ist ein Fernseher. Nur ein schöner Flachbildschirm. Den hättest du mal anmachen können. Nicht diese anachronistische Möhre. Ne? Auch überall Blut auf dem Sofa. Hier sind Schubladen, die können wir nicht öffnen. Was haben wir hier? Hier haben wir auch wieder ein Bild. Keine Seitenzahl. Ein Schachspiel, da können wir auch nichts machen. Es sind viele Bilder, die auch aus dem Rahmen gerissen sind. Wie dem wieder Weihnachtsmann hier durch den Schornstein klettern. Hätte ich auch schick gemacht, wie das Holz hier gestapelt ist. Richtig edel. Boah, da hätte ich immer Angst, irgendwas dreckig zu machen. Das sieht ziemlich düster aus hier. Aber auch wieder keine Nummer für Safe oder Tür. Wir können hier mal nach draußen gucken. Und sehen immer nichts. Alter, wo da überall Blut ist, ey. Das muss ja eine Orgie gewesen sein. Richtig schlimm. So. Hier ist noch eine Zeitung. Wir können ja oben bei der Zeitung uns die Zahlen nochmal angucken, ob wir da irgendwelche Zahlen entdecken. So, da fehlen auch schon wieder Bilder aus dem Rahmen. So. Da ist auch nichts. Ja, wie gesagt, wir schauen uns das jetzt alles mal genauer an. Man kann sogar auf dem Bett. Kann man auch springen? Ne. Kann sogar aufs Bett laufen. Ne. Was haben wir hier? So, das sieht auch so aus, als wenn dahinter irgendwas ist. Wenn da eine Tapete abgekratzt ist, dann. Also hier schon wieder der nächste Kamin. Was haben wir hier noch Schönes? Da sind ein paar Kerzen, ein bisschen Parfüm. Tür ist zu. Ja, wir können die. Ja, auch noch ein bisschen genauer gucken, aber
glaube, auch hier haben wir alles durchsucht. Okay, wenn wir keine dritte Statue finden, dann gehe ich mal davon aus, dass zwei Statuen, die man irgendwie entstellt, irgendwie reichen. Aber wir gehen jetzt hier nochmal genau gucken, ob wir in den Regalen vielleicht noch eine Statue finden. Oder irgendwas anderes. Sind da ja vorhin so laissez-faire dran vorbeigelaufen. Unter der Treppe durchlaufen ist auch schön. Scheint nicht zu sein. Bleibt nur noch hier oben. Also hier sind auch noch Bilder, die uns aber auch nichts sagen. Gerade bei diesen Regalen wundert mich das, dass er nicht sagt, hier ist irgendwo was. Na, wie gesagt, ist er meistens irgendein Buch, dann wird ein Schrank geöffnet, dann geht es irgendwie weiter. Hier ist auch nichts. Ist auch nichts. So, die Zeitung wollte ich mir nochmal angucken. Kann ich die nochmal lesen? Koffer ist nichts. Nö. War das nicht so, dass er die Zeitung vorhin mit eingesammelt hat? Jane's Message. So. Ach, hier ist die Newspaper, genau. Da waren ja die Daten. 67 und 94. Jetzt könnte man die vielleicht kombinieren, aber ich habe ja keinen Hinweis, warum ich das tun sollte. Also ich vermute mal, dass wir hier irgendwo noch was übersehen haben. Oder wir müssen wirklich mit diesen zwei Statuen da unten rumhantieren und die an verschiedene Orte stellen und immer wieder austauschen. Ja. Hier ist auch nichts. Nö. Der große Globus, ganz toll. Ja, dann machen wir das mal so. Wir sammeln die mal ein. Stellen die mal hier hin. Achso, ich kann hier auch inspizieren, aber steht da irgendwas? Ja, da muss ich aber. Das ist ja ein bisschen blöd gemacht. Na. Sich von dem Inventar. Ja. Muss ich irgendwie hier im Freien machen.
damit ich das sehen kann. So, Inspect. Steht da irgendeine Zahl oder so drauf? Nee. Macht er denn die Dings immer auf? Ja. Okay. Okay, jetzt haben wir hier den quasi den küssenden Engel. Und hier haben wir den Römer. So, und hier fehlt was. Hier müsste eine dritte Statue. Oder kann ich die tauschen? Kann ich was mit der hier? Nee. Okay, dann nehmen wir mal den Engel nochmal mit. Und stellen den hier hin. Das bringt auch nichts. So, dann stellen wir die hier mal hin. Ja, bringt auch nichts. So, die stellen wir mal hier hin. Also ich bin der Meinung, looks like something is missing. Ich bin der Meinung, da fehlt auf jeden Fall irgendwas, was wir noch nicht gefunden haben. Warum auch immer. Also wir haben eine Uhr, wo ein Ziffernblatt fehlt. Wir haben eine Tür, die, genau, wir haben eine Tür, wo wir nicht reinkommen. Und wir haben Tresor, wo wir nicht reinkommen. So, wir haben drei Statuen, wo wir nur zwei haben. Wir finden aber in dem Haus nichts weiter. Und ich muss noch mal ein bisschen mehr auf Statuen achten, die irgendwo rumstehen. Das bin ich, habe ich aber auch gemacht, bin ich der Meinung. Jetzt steht hier irgendwo noch eine Statue rum, wo wir dran vorbeigelaufen sind. Also nochmal suchen und gucken. Ich meine, ist ja eine Demo. Würde uns, wenn es jetzt das Original-Adventure wäre, genauso triggern. Also hätten wir genauso wenig die Möglichkeit, irgendwie weiterzukommen. Also suchen wir nochmal weiter. Das macht einen mal so ein bisschen lost, finde ich, weil was will man den Leuten erzählen, wenn sie sich das hier angucken und denken, ja, Idiot. Warum kommst du da nicht weiter? Was ist da los? Das hier, dieses Geknarre. Da ist bestimmt irgendwas am Boden noch oder so. Hier ist auch der Eingangsbereich. Kommen wir eigentlich wieder raus? Nee. Ich mag das ja, ne, wenn das alles so hoch ist. Also gerade die Decken so hoch im Eingangsbereich. Das Einzige, was wir hier gefunden haben in dieser Küche, ist bis jetzt wirklich die Statue. Und die stand oben auf dem Kühlschrank. Das finde ich echt ein bisschen wenig, muss ich sagen. Und hier war das Ziffernblatt. The minutes hand seems to be missing. Na, Minutenzähler. Hier haben wir auch schon alles durchsucht. Ich vermute mal, wir müssen irgendwie den Tresor öffnen.
oder die Tür da hinten, um weiterzukommen. Und dahinter ist dann die nächste Statue. Können wir viermal die Null nehmen. Ist auch nichts. Ich finde das komisch. Oh Mann. Also wir haben die Statuen auch zweimal schon ausgetauscht. Warte, wenn man 1964 und 1994 hat, da kann man ja nicht viel mit anfangen. Also wie gesagt, das muss ja irgendwo einen Hinweis geben, wie man diese Tresore öffnet oder die Tür. Was haben wir denn hier an Bilder? Ein Bild mit Pfirsichen. Ein typisches Küchenbild. So, was haben wir hier? Blumen, Früchten, Blut. Ist hier irgendwo Notizen? So, Milch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ein Einkaufs. Hier ist noch ein Bild. Das sind Buchstaben und Zahlen, aber so wild angeordnet, dass man gar nicht erkennen könnte, was das sein soll. So, klassisch. Tja, das macht mich jetzt ein bisschen bedenklich. Also das finde ich ein bisschen schade. Wenn wir jetzt hier an das Bild rangehen, sehen wir auch keine Zahlen. Wir könnten halt ziemlich nah ran, ne? Das finde ich immer ganz interessant. Also nicht an alle Bilder, aber auch hier steht keine Zahl. Hier auch nicht. Die Tür, wo es nicht weitergeht. Ist auch keine Zahl zu erkennen. Hier auch nicht. So, den Kollegen gucken wir uns nochmal von vorne an. Ist auch kein Mechanismus, den wir irgendwie auslösen können. Ist eine Pfeife, die bringt auch nichts. Manchmal sind es ja die kleinen Details, die man so übersieht.
Nee. Müssen wir nochmal überlegen. So, was wir jetzt nochmal machen, vielleicht sind ja manche Orte zu dunkel. Und wir benutzen mal die Taschenlampe. Ist sie jetzt in der Hocke oder steht er? Ne, jetzt. Scheint auch, wir können leuchten wie ein großer, aber zeigt auch keine große Wirkung hier. Ist auch nochmal ein Ort, der ein bisschen düsterer ist. Ist auch nirgends was. Nee. Also wir laufen hier rum und suchen und suchen. Der sieht so komfortabel aus, aber kann ich den nicht irgendwie wegziehen oder irgendwie sowas? The owners probably. Nathan and Jane Foster. I wonder what happened to them. Ja, das sollen wir ja rauskriegen. Was ist mit denen passiert? Ah, wir haben doch. Ich glaube, da hinten war doch noch so eine düstere Ecke. Genau, hier ist es ja ziemlich dunkel gewesen. Die Tür ging ja auch nicht auf. Genau. So, Farbeimer, Spachtel. Ja, super, hier können wir was anleuchten, aber oh, hier sehen wir sogar noch einen Teppich, den haben wir vorher so gar nicht gesehen. Das war's auch schon wieder mit dem dunklen, düsteren. Das war nochmal die Stelle, wo ich dachte, die kann man nochmal ausleuchten. Nee. So einfach wird uns das nicht gemacht. Oh, Mensch. Falsche Taste.
Das ist echt merkwürdig. Wir können hier nochmal reinleuchten in die Ecke. Da passiert auch nichts. Nee, also mir alles angeleuchtet, was man nur anleuchten konnte. Wir könnten noch mal ein bisschen mehr an die Decken gehen. Ob irgendwo mit Blut an der Decke was geschmiert ist, zu übersehen haben. Ja, mal wieder völlig lost. So, gehen wir nochmal weiter. Was mir aufgefallen ist, wir haben eine UV-Lampe. Wenn wir auf V drücken. So, ist er noch am Bücken hier? Ja, so, genau. Geht davor, läuft der denn so niedrig? So, jetzt schauen wir nochmal. Alles klar, dann lassen wir die mal an. Das ist ja interessant. Die Frage ist, wo könnte uns das was nützen? Okay, vielleicht mit der UV-Lampe kann er natürlich Sachen sehen, die man sonst nicht sehen würde. Wir haben doch das Schlafzimmer gesehen, was so blutüberschmiert war, ne? Vielleicht ist das eine Option. Das mit der UV-Lampe habe ich komplett übersehen. Hier rein. Oh! 56, aha. Das ist interessant. Frage, ob in irgendeinem anderen Rahmen. Irgendwas steht. Also man muss schon sehr nah rangehen, um das zu sehen. Er wird ja irgendwo müssen wir einen leeren Rahmen suchen. Zweite Nummer sein. Okay. Aber es ist ja eine vierstellige Nummer. 5, 6, hier haben wir eine 8. Okay, dann müssen wir nochmal schauen, dass wir ein Bild noch haben, einen anderen wo der Rahmen fehlt.
ist nichts. Ist auch nichts. Muss noch mal gucken, waren hier oben eigentlich Bilder, wo irgendwas gefehlt hat? Hab ich letztes Mal gar nicht drauf geachtet. Nee. Also 5, 6 und zum Schluss die 8. Fehlt uns noch eine Zahl. Alles klar. Suchen wir hier mal weiter. Ist nur ein Rahmen. Und dann ist die Frage, ist das die Nummer für den Tresor? Ist das die Nummer für die Tür? Okay, dann können wir ja ein bisschen kreativ sein. Also, nehmen wir mal 5. Ja. Kann ich jetzt hier nichts eingeben? Okay, hat irgendwie nicht hingehauen. Gehen wir mal nach hinten. So, und zwar, wir brauchen ja eigentlich nur 5, 6, 1, 8 als Beispiel. 5, 6, 2, 8. Haben wir das schon gehabt? 9, 8. Okay. Was aber auch sein kann, das war ja die dritte Zahl. Das ist 5, 6, 8, 1. Als Beispiel probieren wir es mal so. 5, 6, 8, 2. 5, 6, 8, 3. 5, 6, 8, 4, 5, 6, 8, 5, 5, 6, 8, 6, 5, 6, 8, 7, 5, 5, 6, 8, 8, 5, 5, 6, 8, 9. So. Okay, das haut nicht hin. Gehen wir nochmal zum Tresor. Wir müssen das Spielchen auch nochmal durchspielen. Ansonsten müssen wir nochmal suchen, ob wir noch eine vierte Zahl kriegen.
5, 6, 8, 1. 5, 6, 8, 2. 5, 6, 8, 3. 5, 6, 8, 4. 5, 6, 8, 5. 5, 6, 8, 6. 5, 6, 8, 7. Jo, alles klar, prima. Boah. Krass. Ah, ein Schlüssel. Den nehmen wir doch. Sehr gut. Oh, das ist ja Hammer. Müssen wir natürlich gucken, wo der Schlüssel passt. Eieiei, das war ja ein Krampf. Aber wir haben es hinbekommen. Nur durch diese blöde UV-Lampe, die ich gleich drauf gekommen bin. So, wo haben wir denn noch Türen, die geschlossen sind? Ah, die habe ich jetzt aufgemacht. Super, hier ist das Badezimmer. Ja, hier wieder. Ich sage immer Resident Evil Pflanze. Ist eine Gitarre. Okay. Mal das noch in The Garden of Eden. Okay, hat er sich notiert. Aber wir gucken hier nochmal genauer hin. Ich bin immer bei so einem Spielen so ein bisschen vorsichtiger, weil man übersieht mal ganz schnell was. So, wir haben jetzt eine Gitarre, aber was ich komisch finde. Okay, wir könnten die Gitarre da nochmal, doch, warte mal, da ist doch ein Stuhl. Genau, bei dem Stuhl hieß es doch, der ist so gemütlich. Vielleicht kann man da eine andere Gitarre noch drauflegen. So, muss man da mal zurück. Genau, hier war das. Okay, jetzt hat sich irgendwas geöffnet. Aber was? Eine Schublade oder so? Ist doch, wenn sowas passiert, doch bestimmt in dem Raum hier, oder? Das ist ja Mist. Ja, okay, ich vermute mal, das liegt wie gesagt an der Alpha-Version. Im Originalspiel würde man dann wahrscheinlich irgendwo eine Animation sehen. Und hier irgendwie was aufgegangen. Ist auch zu. So, es hat sich auf jeden Fall irgendwo was getan. Und ich vermute mal, noch mal anders hinsetzen. Ich vermute mal, dass wir das auch irgendwie sehen werden. Ah, alles klar, das Bild hat sich da verschoben. 7534, ah, das wird die... Alles klar, super. Das ist wahrscheinlich dann für die Tür, der Code. Ne, dann brauchen wir hier nicht lang. Genau, laufen wir hier mal lang. 7534. Sehr interessant. Ja, es geht voran.
So, was haben wir denn hier? 7, 5, 3, 4. Jo! Nächste Tür. Das gefällt mir ja, wenn es weitergeht. Die dritte Statue. Super. Müssen wir nur gucken, dass wir die irgendwie in der richtigen Reihenfolge hinbekommen. Mal gucken, ob hier noch irgendwas anderes liegt. Ziffernblatt oder so. Auch krass, ne? Hier ist ein Raum. Der ist durch eine Sicherheitscode gesichert quasi. Und das Einzige, was man hier drin findet, sind Waschmaschinen und so. Da stimmt doch auch irgendwas nicht. Ich will doch gar nicht erzählen, dass man einen Raum so sichert, wenn da nichts zu finden ist. Okay, aber das soll uns nicht stören. Das ist deren Privatsache, was die absichern und was nicht. Und wir schauen jetzt mal weiter und stellen jetzt die Statuen dahin. Das kann ja ein Akt werden. Da bin ich bestimmt auch wieder völlig lost und weiß nicht, wo welche zuerst hinkommt. Looks like something is missing. So. Stellen hier den Engel hin. Hier stellen wir die Frau hin. Ohne Arme. Und hier den Mann. Das kann sein, dass es beim ersten Mal klappt. Wie man sieht, klappt es nicht. Okay. Dann stellen wir den hier hin. Tauschen die aus. Hier kommt er hin. Ja, das haut auch nicht hin. Jetzt können wir die beiden nochmal austauschen. Mit ihm hier. Heißt, wir stellen ihn hier hin. No. So, dann können wir die beiden hier nochmal austauschen, wenn das nichts gebracht hat. Das heißt, hier kommt er hin. Und die Frau ohne Arme stellen wir hier hin. Das hat auch noch nicht hingehauen. Wem tauschen wir jetzt aus? Wenn nicht, müssen wir uns gleich mal Notizen machen, dass wir das immer wieder an der richtigen Stelle versuchen. Also, wir haben die Frau und den küssenden Engel. Haben wir links an der Ecke. So, ich schreibe mir das mal auf. Wir wollen ja logisch vorgehen. So, Frau. Engel, schreibe ich mal Küsschen. So. Schreibe ich mal HR hinten rechts hingestellt. Das hat nichts gebracht. So. Das ist er hier. Der Maskott. Maskott an der ersten Stelle. Maskott. Zweite Stelle, da weiß ich aber, was gemeint ist. Das hat auch nicht hingehauen. Und ohne Arme. Und ganz vorne hin. So, okay. Jetzt gucken wir mal, das ist die erste Konstellation. Das kann ja nicht passen. Das heißt, wir tauschen ja die beiden hier nochmal aus.
nicht mal das gleiche machen. So. Jetzt haben wir die Frau Engel hinten rechts gehabt. Das hat nichts gebracht. Okay, das ist so. Dann haben wir hinten Frau ohne Arme. Einmal ohne A. Hinten rechts. So. Dann haben wir den. Ja. Den Maskott. Zweite Stelle. So. Und küssender Engel. Küssender Engel. Ist vorne. So. Dann können wir jetzt Folgendes machen. Wir nehmen jetzt den küssenden Engel. Packen den küssenden Engel hier hin. Den Maskott packen wir hier hin. So. Das hat auch nichts gebracht. Das heißt, wir tauschen jetzt mal den Maskott hier mit. Stellen den mal hier hin. Das hat auch noch nicht hingehauen. Okay, da müssen wir mal gucken. Dann haben wir hinten rechts die Frau mit Engel gehabt. Und hinten rechts ohne Arme. Das heißt, wir können den. Ah ne, der Maskott ist da hinten. So, dann nehmen wir den Maskott mal und stellen den Maskott hier an erster Stelle hin. Hier stellen wir jetzt die Frau hin. Ohne Arme, sage ich immer. Haut auch nicht hin. Tauschen wir die beiden nochmal aus. Jo, jetzt hat's hingehauen. Alles klar. Ich dachte schon, das wird so wieder Stunden später. Und, habe ich's nicht gesagt, in der Bibliothek ist immer eine Geheimtür. Ganz klar, ganz klassisch. So. Da ist sie. Super. Mal gucken, was wir hier finden. Da war ein Zeitungsartikel. Noch andere Notizen. Und ein Schlüssel. Sehr geil. So. Was ist das hier? Eine Überwachungskamera oder? Mach mal die UV-Lampe aus. Ich glaube, die brauchen wir erstmal nicht, ne? Ich will mal gucken, ob wir hier nichts übersehen haben. Aber das sieht nicht so aus. Nee. Okay, prima. Kannst ja weitergehen. So, wo haben wir denn noch Türen, die zu sind? Ganz vorne auf jeden Fall. Und im Schlafzimmer hinten. Probieren wir die erstmal. Jo, die haben wir jetzt aufgeschlossen. Prima. Alter, die Blutspur, ey, das ist echt übel. Als Forensiker und als Polizist habe ich natürlich meine UV-Lampe hier. Ganz klar. Ah, hier ist das Ziffernblatt. Super, das können wir dann einsetzen.
sonst ist hier irgendwie nichts, ne? Ne. Okay, dann gehen wir mal in die Küche und setzen das Ziffernblatt ein. Gucken, was passiert. The minutes hand seems to be missing. No, the clock is working. Aber die Uhrzeit passt nicht. Okay, dann gucken wir uns mal das Journal an. Es muss ja irgendwo was drinstehen mit einer Uhrzeit, dass wir irgendwas übersehen haben. So, was haben wir denn? Hier ist keine Uhrzeit drin. Hier ist auch keine Uhrzeit drin. So, was haben wir hier? 1967. 1994. Hier ist auch keine Uhrzeit drin. Okay. So, hier ist auch keine Uhrzeit drin. Das ist der Code, den wir haben. Genau. Ah, 16.50 Uhr. At 60.15. Okay. Das wäre ja 10 vor 5. And Alan Benefit passed away. Place at 60.15. Okay, probieren wir das mal. Wäre jetzt ja auf jeden Fall eine Alternative. So, das wäre 4 Uhr. Und jetzt hier 50. 10 vor 5. Das ist ja richtig gute Arbeit, wenn das klappen würde. So. Aber das ist ja 1, 2, 3, 4. Nee. So müsste das sein, ne? Genau, unten ist die 6. 10 vor 5, ja. Gucken wir mal. Nee, scheint immer noch nicht hinzuhauen. Okay, lesen wir nochmal nach. Och Mann. So, das. Der Sohn und die Frau, Westport Police, Detective wurde umgebracht, bla bla bla. Place at 60.15. Okay, also. Das ist die einzige Uhrzeit, die ich finde, muss ich sagen. Also 16.50. Aber das scheint noch nicht in Ordnung zu sein. Das wäre ja auch 15.50. Was natürlich sein kann, dass das digital ist. Warte mal, dann wäre das ja digitale Umrechnung. Obwohl er sagt ja mit Minuten 16.50 könnte dann halbe Stunde sein. Das heißt 16.30 quasi. Nö.
Mal hier nochmal einen weiter. Sehr merkwürdig. Kann man das überhaupt so richtig umrechnen? Ja, die haben ja auch nur 12 Stunden. So, das wäre jetzt 15:50, wenn wir es so einstellen. Und wir wollen ja das so haben. Okay, wir gucken nochmal. Und gucken wir uns nochmal die... Aber hier steht auch keine Uhrzeit, ne? Nee. Gucken wir uns nochmal genau das, da, also die Uhrzeit an, weil es kann ja sein, dass da noch steht, dass die irgendwie eine Stunde später irgendwie, dass da noch was passiert ist oder so. We're transported to the Corona Office where... It is Sophie and little Ellen were loved by the community. Okay, 6 ist September 6, also das heißt ja, Sophie Bennett. Achso, das ist nur das Alter. Okay, das heißt hier geht es um 6. September. Nicht um die Zahl 6, aber wir können ja mal gerne auf, ja, wir können das Ganze, die Uhr ja mal auf 6 Uhr stellen. Warum auch immer. Würde für mich keinen Sinn ergeben, aber... Brauchen wir auf jeden Fall auch einen Hinweis. Nee. Also, wir gucken uns nochmal um. Es kann ja sein, dass hier irgendwo ein Bild ist, wo eine Uhrzeit abgebildet ist. So. Warte mal, was ist denn das hier für eine... Ah, alles klar. Hier ist es... Ja. 5:08. The clock is stopped at 8:50. Okay, dann synchronisieren wir die beiden mal. See, die hatte ich letztes Mal gar nicht gesehen, die Uhr. Wieder was übersehen. So. Stellen wir die mal auf 50. Quasi 10:08. Ah, alles klar. Oh, da geht's runter in den Keller. So einfach kann es manchmal sein. Oh, ja. I guess I have to find another way out. So was hasse ich ja. Wenn ich im Keller eingesperrt werde, ja. What the hell? Was kann ich denn hier machen? Ach, hier ist noch ein Schlüssel. Ah, sehr gut. Bin schon gewundert, das wäre ja was geworden. Gehst die Treppe runter, der dir geht die Tür zu und dann ist die Tür abgeschlossen. Also das ist das.
wir hier? Teppich. Sieht aus wie eine Tür. Aber sonst war hier nichts mehr, ne? Nö. Hier liegt noch eine alte Dose rum. Also die, das Haus und die... Haus und die Wohnung ist ja echt schick, muss ich sagen. Aber der Keller, das sieht ja echt altbacken aus. Obwohl hier die schönen alten Weinfässer, das hat natürlich auch was. Alter, aber das ist wirklich mal ein gruseliger Keller. Hier würde ich nicht reingehen. Ach, natürlich, wie das Anwesen, riesig. Hier stehen irgendwelche Euro-Paletten rum. Peter Bennett to dispatch. Do you copy? Ja. The signal's lost down here. I should be careful. Oh. Ist das derselbe Code? Sieben, fünf, drei, vier? Ja, das wäre auch zu schön gewesen. Oh, was waren das andere? 5, 6, 8, 7 oder so? 5, 6, 8, 9. 5, 6, ne. 5, 6, 8, 8. Ne. Super. Jetzt haben wir hier einen Keller. Jetzt haben wir hier wieder eine Tür. Aber es ist, hier muss es ja auch weitergehen, weil, wie gesagt, die Räume für das Haus, wie es von außen aussah, waren viel zu klein gewesen. Okay, wir gucken hier nochmal, ob wir irgendwo noch ein Schriftstück oder so finden. Wir können übrigens die Türen auch wieder zumachen. Ist auch ganz nice, falls mal wer hinterher kommt. Wir haben jetzt hier alles beleuchtet. Nach oben geht es wahrscheinlich auch gar nicht mehr, ne? Okay. Ah, hier ist doch was. 2431. Okay. Doch echt überlesen. Müssen wir mal gucken, ob das klappt. 2431. So, 2. Ja, clear. 2431. Nee. Gucken wir nochmal, ob die Zahlen vielleicht irgendwie auch verdreht werden müssen. Oder liegt hier noch ein anderes Schriftstück rum? Nee. 2431. Aber das ist die Anordnung der Weinfässer. Vielleicht ist es auch 2341. Genau, wir nehmen mal 2341. Ist auch zugenagelt. So, was hatte ich gesagt? 2, 3, 4, 1. Ne. Aber vielleicht sollten wir uns die Weinfässer auch nochmal genauer angucken. Da stehen nämlich Zahlen dran. Okay, dann gucke ich nochmal kurz. Was er möchte, so. Er sagt,
Ja, kleine Analytik hier, alles immer schön aufschreiben. Also, bei dem ersten Dreieck ist das zweite Fass von oben. So, da steht eine 2. Warum da auch eine 2 steht? Okay. Dann gibt es eine Querreihe. Da sollen wir einmal das oberste Fass angucken und das unterste. Und dann haben wir quasi so eine Reihe, wo 3 in der Mitte, und da sollen wir uns das fast in der Mitte angucken oder so. Ich fotografiere mir das nochmal ab mit dem Handy. Das geht dann, glaube ich, ein bisschen einfacher. Jetzt wieder müssen wir die Zahlen dazu addieren. Ja, nochmal fotografieren, sehr gut. Dann können wir uns das gleich nochmal angucken. So. Dann gehen wir mal weiter. Wieder zurück, meine ich. So. Also, das Fass, das erste, was die 2 sein soll, das ist eine 4. Dann das nächste Fass, was man sich angucken soll, was eine 4 ist, ist eine 3. So. Mal gucken, wir brauchen ein bisschen Abstand, um das ein bisschen einzuschätzen. Genau, das ist die Konstellation. Dann geht's hier unten schräg weiter. Und das müsste die 8. 8 und die 7 sein. 8, 7. Ne? Gucken wir nochmal nach. Also, das ist das zweite Fass. Ja, komm. Steuerung. So, jetzt geht's hier. Genau, das geht dann so schräg runter. Und dann geht's hier schräg hoch. Ist denn die 8? Das müsste die 7 sein. Okay, probieren wir es mal. 4, 3, 8, 7. Da, 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 da. 4, 3, 8, 7. Okay. Dann addieren wir die Zahlen mal dazu. Das wäre dann 6. 7. Obwohl, es wäre ja 11, das würde ja keinen Sinn ergeben. Nee. Ach, was habe ich denn da gemacht? Da hab ich habe einen Fehler gemacht. Aber einen absoluten Fehler. Nochmal zurück. So, das zweite Fass ist die 4. Das ist in Ordnung. So. Und zwar, das war mein Fehler. Ich habe die 3 hochgezählt. So. Das müsste dann... Das vierte Fass ist die... quasi die 3, das passt. Ne? Also 4, 3. Dann haben wir hier unten ein Fass. Das müsste die 6 sein, anstatt 8. 6. So. Und das dann die 8. Ne? Genau. 4, 3, 7, 8 müsste das jetzt sein. Okay, probieren wir es nochmal.
Das müsste jetzt passen. Vier, drei, sieben, acht. Nee. Es gibt's doch gar nicht. Was mache ich denn da für einen Fehler? Nochmal. Weil es so schön war. Gucken wir uns das Bild nochmal an. Also das erste, das Fass, was da nach oben geht, ist die 4. Das passt. So, dann haben wir die 2. Das ist nicht die 3. Achso, wir müssen wahrscheinlich... So, warte mal. Jetzt steht da natürlich 2431. Ist 1 die erste Ziffer auch, wenn man von rechts guckt? Und 2 die Nummer? 3 und 4. Weil wenn ich das jetzt so mache, wie es hier steht, dann hätte ich... Genau, wir machen es mal anders. Das, die 1... ist die Nummer 8... 2. Wir haben Zeit, ist ein Demo. 8 ist die 4. Die dritte Zahl. Oh Mann. Ist die 8. Die vierte Zahl. Irgendwas passt hier jetzt gerade noch nicht. Also noch... Alter, wenn du einmal mit Finger von der Tastatur bist, kannst du schon wieder vergessen. Also, Nummer 1 ist hier unten das Fass, das passt, das ist die 8. Nummer 2, das ist die 4, das passt auch. So, die Nummer 3... Das ist die 6. 8, 4, 6. So, das müsste die 6. 6 sein. So, und die vierte Zahl sind quasi die 3. 8, 4, 6, 3 müsste das jetzt sein. Aber wenn das nicht genau, dann weiß ich auch nicht. Aber das macht hier durchaus Sinn, dass er sagt Zahl 1, Zahl 2, Zahl 3, Zahl 4. Ja, toll, gegen das Regal gelaufen. Ja, 8, 4, 6, 3. Bingo! Sehr gut. Super. Was haben wir denn hier jetzt? Tonnen verrostete. Na super. Trotzdem UV-Lampe wieder anmachen, falls wir noch was sehen. Boah, der Keller ist ja echt riesig. Führt wahrscheinlich dann irgendwann auch wieder nach oben ins andere Gebäude. Oh, was ist denn hier los? Heizungsanlage? Looks like control airflow. Ah, okay. Steam is too hot to cross. I must find a way to shut it down. Okay, dann müssen wir woanders noch was finden. Hier ist zu. Das heißt, wir brauchen Ventile, um das abzustellen. Oh, hier ist auf. Nur alte Spraydosen.
Kuhfüße. Ah, das ist super. Dann setzen wir das gleich mal ein, aber wir gucken mal, ob wir hier reinkommen. Hier ist gar nichts. Hm. Das setzen wir nochmal ein. Jups. Das war jetzt nicht ganz so schwer. Prima, die Tür ist frei. Gucken, was wir jetzt hier finden. UV-Lampe. Immer schön anlassen. Oha. I guess this is where Nathan Foster did all his research. Ja, so ein kleiner Rückzugsraum hier, so eine Art Bunker irgendwie. Das ist ein Plan vom Haus. Oh, hier gleich mehrere Sachen. Zeitungsartikel. Schlüssel. Sehr gut. Picked up a small key. Was haben wir hier? Notizen. What is this? Is this some kind of a joke? Ja, ich würde mir auch verarscht vorkommen. Auch komisch. Hier zeigt er den Schrank an. Ja, jetzt könnten wir da was machen, aber. Nö. Haut nicht hin. Alles klar. Da. Können ja nochmal in den Raum reingehen, wo wir die Werkzeuge hatten. Vielleicht haben wir da noch was übersehen, Kuhfuß oder so. Dass wir den Schrank damit aufbrechen. Zange. Nee, will er irgendwie nichts von nehmen. Okay, was haben wir hier? Haben wir jetzt aufgeschlossen? Alter, der sieht ja krass aus. Der verschimmelt schon so ein bisschen. Verliert schon an Farbe. Oh, eine getarnte Tür im Schrank. Das war auch mal was. This must be the entrance to the asylum. Geile Idee. So, the object have been updated. Und ein Stromkasten. Ah, hier geht's jetzt in die Irrenanstalt. Das war ja mal eine ehemalige Irrenanstalt. Oh Gott. Heftig, heftig. Hier sind die ganzen Zimmer. Aber in den Zimmern ist irgendwie nichts drin. Alter, diese ganz flüsternden Stimmen, ehrlich. Das geht einem ja auf die Mütze. Hier ist abgeschlossen. Hier kann ich auch nichts schieben. Hier ist wieder ein Zimmer. Oh, das muss ja schrecklich gewesen sein, ey. Ohne Fenster, ohne Sonnenlicht. Das ist ja ein Knast. Gut gegen. Ah, hier ist ein Schriftstück. Prima. Man hört sogar Kinder heulen, Babys sozusagen. Gut, dass man die Türen auflassen kann. Okay, die machen wir
mal zu. Weil wenn man rausgeht, weiß man immer, dass man hier schon drin war. Ist zu. Ist zu. Alles klar. Können wir die auch schließen? Ist da was hinterliegt oder so? Nee. Wir müssen von hier machen, sonst können wir nicht raus. So, jetzt. Da merkt man halt noch, dass es eine Alpha-Version ist, aber okay. Ist ja nicht schlimm. So, was haben wir denn hier alles? Hier ist auch nichts. Nichts, was wir irgendwie noch anwenden können. Die ist verschlossen. Das ist echt riesig. Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Doch, hier sind doch die Toiletten, ne? Oh, hier können wir wieder einen Code eingeben. Den wir natürlich irgendwie rausfinden müssen. So, wir hatten ja ein Schriftstück bekommen, das letzte. Was war da? Prisoner Note. Alan's Regression Form. Ja, die Tür müssen wir irgendwie aufkriegen. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, hier hinten ist ja auch nochmal hier der Raum, der war ja. So, wenn wir die Tür nämlich schließen, kommen wir komplett rein in den Raum. Aber da waren auch eben Toiletten, da weiß ich jetzt noch nicht genau, ob wir da jetzt schon drin waren oder nicht. Zwar hier. Nee, hier waren wir noch nicht drin, weil hier ist nämlich die erste, das erste Klo zu. Und hier ist es halt irgendwas defekt und rausgerissen. Boah, man stellt sich nur vor, man wohnt über so einem Gebäude und stellt irgendwann fest, scheiße, ich hab ein Problem. Hier waren wir schon, ne? Nee. Oder? Lassen die Klotür jetzt auch auf, damit wir genau wissen, dass wir da schon drin waren. Können die Sachen auch nicht wegräumen? Hier ist noch eine Schublade. Schieben können wir da auch nichts. In den Türen waren wir schon überall drin. Hier ist zu. Ne, sein, dass irgendwie hinter irgendeiner Tür was steht. Aber bis jetzt ist das nicht der Fall. Energieversorgung. Von hier kommen wir ja auch. Uhr zeigt auch nichts an. So, wir könnten natürlich zu dieser Security-Tür gehen und mal versuchen, ob wir die alten Codes, die wir noch haben,
ob die nur aktuell sind. Nö. Okay, dann können wir nur in die andere Richtung laufen. Dann sind wir schon wieder hier. So, 8, 4, 6, 3. Ja, haut nicht hin. So, I think I heard a bla bla bla. My boy, bla 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 bla. So, jetzt stehen natürlich überall Zahlen, aber könnte man nehmen 2, 2, ne, 5, 9, 92 als Beispiel. Was könnte man denn noch nehmen? Als Beispiel. 3, 9, 8, 7. Ne. Nee, ich kann auch nichts sonst. So, was haben wir denn? Installation Description, Password, Protection Pads. Four doors, room protection, security cameras, safe room modification. Also die Sachen, die wir hier finden, die sind, müssen wohl teilweise auch wichtig sein. Was ist das denn hier? Newspaper is silent, open doors. Jetzt hier 1939. Das wäre, glaube ich, zu einfach. Nee, hat geklappt. Okay. Alles klar. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, ich würde mich nicht wundern, wenn hier noch wer verwest oder so. Ein Tacker. Ja, hier ist auf jeden Fall eine Leiche. These corpses shouldn't be here after the asylum shut down. Schlüssel, sehr gut. Ja, wie gesagt, ich hätte das Messer schon mitgenommen, wenn ich Bulle gewesen wäre. Prima. So, jetzt müssen wir nochmal eine Tür suchen, die abgeschlossen war. Ich glaube, genau, hier haben wir noch eine. Jo, prima. Oh, alles klar, Kinderspielzeug. Goddammit. Who could do something like this? Gerade sagen, ey, wer macht denn sowas, ey? Das ist ja. Ohne Fenster, ohne Licht, ey. Oh, das ist ja Fritzel-like, ey. Boah, widerlich. Ach du Scheiße. Hell. Westwood Police, freeze! To be continued. Oh, jetzt haben wir es durchgespielt, ja? Das Demo. Westwood Shadows. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Ich denke mal, wenn das Spiel da ist, werden wir uns das auf jeden Fall holen. Mir gefällt sowas. Gerade die Rätsel waren lösbar, war gut. Ja, ansonsten lasst ein Abo da
und abonniert den Kanal. Nein, lasst ein Abo da, abonniert den Kanal natürlich nicht. Nein, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.